Hallo Minecraft-Freunde, hallo YouTube, mein Name ist Tom Thompson und herzlich willkommen zur nächsten Runde im Viertelfinale von King of the Block. Heute dabei. Gleich mal in die Party schauen. Vier Leutchen sind drin, vier haben sich eingefunden. Und zwar der Sven tritt heute an, aka Lasergurke. Hallo. Gegen jemanden, der eingesprungen ist, nämlich den Marvin. Grüß dich. Und die zweite Kamera, wie gewohnt, darf der Pupsi mit sich rumschleppen. Hallöle. Hallöle. Eigentlich sollte heute der Phenom Junior antreten gegen den Lasergurke, aber irgendwie keiner hat ihn so richtig erreicht. Er ist auch leider nicht online. Demzufolge, ja, war der Marvin so nett, ist jetzt einfach mal eingesprungen. Also der Sven hat automatisch gewonnen, diese Runde. Aber trotzdem wollte er die Aufgabe machen und da lassen wir uns natürlich nicht lumpen. Ja, kampflos will er, wie es aussieht, nicht weiterkommen. Das wäre zu langweilig, oder? Ja, wird ja wieder eine Folge fehlen. Stimmt, da fehlt wieder eine Folge und alle wundern sich, warum zur Hölle ist der Typ weitergekommen? Nö, das ist auf jeden Fall, also ich find's gut, dass du dich der Aufgabe stellst, damit es auch nicht ganz so ja, langweilig ist, so ohne Kampf weiterzukommen, obwohl es ja trotzdem ein kampfloser Sieg sein wird. Und auch nochmal besten Dank an Marvin, der hier so ganz spontan eingesprungen ist. Ja, ja. Das ist ja richtig gut. Ich meine, die Namen kennt ihr vielleicht noch von dem Besuch auf Svens Welt. Da fehlt bloß unter Gian, ne? Dann ist das Trüppchen wieder komplett. Genau. Genau, dann haben wir alle drei wieder beieinander. So wie gewohnt, wir machen eine Welt auf. Die ist komplett im Kreativmodus heute. Das heißt, wir suchen heute Erze mit Hilfe im Kreativmodus. Sieht auf jeden Fall ganz lustig aus, wo ich hier rausgekommen bin. So, jetzt lade ich euch erstmal ein. Mittlerweile glaube ich zumindest, dass ich weiß, wie das Ganze funktioniert. Party zum Spiel einladen. So, mal gucken, Einladung ist raus. Ja. Schaut mal in eure Postfächer. Ich weiß gar nicht, aber ich glaube, ich habe Marvin auch noch auf der FL drauf. Der Marvin ist drauf, Pupsi ist drauf, dann kommt der Leser, der Sven darf auch mit drauf. Der soll es ja gar keine Probleme geben. Wie gewohnt, erstmal nicht wegrennen. Pupsi, spring mal oder so. Irgendwie, so ein bisschen. Da habe ich nämlich was zum Synchronisieren. Das ist gut, das reicht schon vollkommen aus. Genau. Ah, der Marvin, hier, unser kopfloser Freund. Und Lasergurke, schön nobel angezogen. Ich würde mal sagen, wir gehen mal an den kleinen Platz, wo ein bisschen mehr Luft ist, wo wir uns auch alle sehen. Ist das hier Eis hier unten? Ne, das ist zu wenig Eis. Ah, hier am Strand. Hier am Strand ist es gut. Wir haben ja nicht umsonst Sommer, da können wir uns am Strand mal treffen. Am Strand mit Eis da drauf. Gut, eure Aufgabe wird heute sein, während der Pupsi sich jetzt hier die Lunge aus dem Hals hustet so ein bisschen. Gute Besserung. Danke. Bitte. Ihr habt jetzt gleich, sobald wir den Startschuss geben, eine Stunde Zeit, etwas zu bauen. Das heißt, wir buddeln heute mal nicht oder vielleicht doch, man weiß es nicht so genau. Wo ihr das Ganze baut, das bleibt euch überlassen. Ihr habt wieder die Wahl, also die Auswahl zwischen verschiedenen Bauobjekten. Und zwar dürft ihr euch eine Zahl raussuchen, von 1 bis 4, die 3 aber nicht, weil die ist nämlich schon weg. Marvin, was nehmen wir? 2. Ja, okay, 2. 2. Seid ihr euch sicher? Ja. Jo. Oder wollt ihr lieber 50 Euro haben? Oder Tor 3. Ja. Ja, okay, Fangfrage. Gut, also ihr wollt die Nummer 2 haben. Und da stehen wir auch gar nicht mal so schlecht, nehme ich jetzt hier schon rum. Eure Aufgabe für die nächste Stunde, sobald wir den Startschuss geben, lautet, bau ein Schiff. Oh! Ja, okay. Bau ein Schiff, genau. Also bedenkt, ihr seid im Kreativmodus, das heißt, ihr müsst nicht erst Holz hacken, ihr könnt groß, ihr könnt klein bauen, ihr solltet vielleicht auf Details achten. Normalerweise war es ja so gedacht, dass die Abonnenten dann bestimmen, wer das Ganze gewinnt. Das können wir ja trotzdem machen, das Sven ist trotzdem weiter, also strengt euch an. Auch wenn das Sven weiter ist, vielleicht bekommt ihr da Marvin mehr Däumchen nach oben für sein Bauobjekt. Lassen wir uns mal überraschen. Ein, was müssen wir noch klären? Pupsi, wem folgst du, den Marvin oder ich folg Sven? Marvin. Du folgst dem Marvin, da folge ich dem Sven. Jetzt gucken wir noch mal ganz kurz auf den Tacho. Wir haben es bei mir 21.22 Uhr. Ich würde sagen, bei 23 starten wir. Wenn mein Kugelschreiber noch schreiben würde. Genau, falls mittendrin ein Disconnect sein sollte von irgendjemandem, dann wird natürlich der Bau ganz kurz angehalten, damit hier kein unfairer Vorteil für den einen oder anderen entsteht. Habt ihr noch Fragen?
Ja, also es gibt keine Vorgabe, was für ein Schiff das sein muss. Das kannst du Nein, lernen. einfach nur ein Schiff. Du Alter. kannst in, du kannst ein Kriegsschiff bauen, du kannst ein Segelboot bauen, du kannst eine Fregatte bauen, du kannst ein U-Boot bauen. Danke. Ist ein Nee, U-Boot da eigentlich kann ein ich nicht. Schiff? Ja. Nee. Ja. Warum? Boot, Ist ja ein Boot. U, Unterwasserschiff. Boot. Genau. Also ihr könnt moderne Schiffe bauen, der AIDA zum Beispiel im Maßstab 1 zu 1, oder Also halt so ein Marvin, altes Piratenschiffchen. der Marvin baut ein Luftschiff, das geht auch, oder? Ich meine eigentlich schon ein Schiff auf dem Wasser. Auf oder unter Wasser. Ja, ich Also wollte nur Luftschiff, auf so ein Frage. Zeppelin. Ja, das ist gut. Guter Einwand, guter Einwand. Wir haben es mittlerweile übrigens 23 und ich würde sagen, ihr startet jetzt. Auf geht's. So, jetzt geht's wieder los, erstmal den Leutchen zu folgen hier. Ich denke mal, eure Welt baut sich erst noch auf, ne? Nee, bei mir ist schon alles aufgebaut, Gott sei Dank. Okay. So, ich bin gerade auf der Suche, wo der Sven jetzt hin ist. Bin gerade unter Wasser. Ah. Das finde ich ja mal richtig fies. Säuft man eigentlich im Kreativmodus ab? Nö. Nö. Ja, du stehst gerade mitten in meiner Baufeld. Oh, Entschuldigung. Also hier wird schon mal gebaut. Ich bin auf Ja, jeden Fall hier wird. gespannt. Ich glaube, der Du, bei dir Marvin geht's auch schon denkt ab? noch. Nee, gar nicht. Der überlegt, glaube ich. Der überlegt. Ah, ich sammle Ich mir habe gerade die jetzt. Materialien. Okay. Marvin hat einen unfairen Vorteil. Der baut in seiner Freizeit irgendwie relativ viele Schiffe. Aber Ihr habt eine echt. Stunde würde ich nicht hinkommen. Ja, Ja, deswegen ich habe ich ja noch Zeit reicht nicht für gefragt seine, hier. aber. Seid ihr euch wirklich sicher? Der Marvin, der hat ja so riesengroße Kriegsschiffe, baust du, ne? So Ja, richtig genau. große. Ja. Wie viele Stück sind es jetzt schon, ne? Also ich kenne nur Drei. eins. Drei, okay. Ja, eins steht das, was du gesehen hast, auf seinem Achso, Server. Das ja. steht jetzt auch auf meiner Welt mittlerweile. Das habe ich nochmal Aha. gebaut. Und auf seinem, was hast du noch gebaut? Ein Flugzeugträger. Und ein Zerstörer. Aha. Alle möglichen Demnächst Kriegsschiffe. fange ich auch an mit U-Booten. Also so richtig große. Das heißt auf gut Deutsch, du bleibst jetzt bei deinen Fähigkeiten und baust irgendwas Kriegerisches oder kommt was ganz anderes? Ja, weiß nicht, vielleicht eher sowas wie so in Richtung Krieg. Ein Ja. Kriegsruderboot. Genau. Ja, genau. Ein Tretboot. Ein Tretboot Tretboot, in das würde auch gehen, Seenot. ja. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Also hier sieht man jetzt schon, hier nimmt Ja, man irgendwas sieht. Gestalt an. Ja, hier auch ein Block, nee, zwei Blöcke hat er schon, drei. Okay. Raketenturm. Aber hat ein Bordziel schon geschafft, du. Ist aber was ganz anderes, unter Wasser hier die Kamera zu halten. Ja, ich hoffe, das ist nicht zu dunkel bei mir dann. Ja, spätestens, ich meine, es ist jetzt aktuell das Schifffundament. Wie heißt das eigentlich? So, jetzt haben Keine wir Ahnung. gleich gar nichts Kiel, mehr. oder? Kiel. Kiel? Okay. Kiel, glaube ich. So wie die Stadt. Hi. Hihi, er hat Stadt gesagt. Aber hier sehen wir schon. Ach so, was ich vielleicht noch dazufügen wollte, Ein das Schiff muss Tintenfisch. sich dann Ein übrigens bewegen. Ah. Das wird verkabelt. Schon Ein mit Pisten. Tintenschiff. Ja, schon mit Pisten. Ja, stimmt, ein komischer Schlauch, der sich da durch die Luft bewegen konnte. Marvel. Hoffentlich kommen die beiden sich nicht in die Quere, weil die sind gar nicht beide voneinander so weit weg. Ja. Marvin. Hä? Da, wo Bist die du? Kuh da hinten rumspringt, da ungefähr sind die Kollegen. Welche Richtung baust du? Hier in die. Hier. Ja, könnte. Ja, vielleicht. Das könnte in die Hose gehen. Na, außer der Hätte das Marvin ja baut mal einfach so. ein Rettungsboot für dein Schiff. Oder so siamesische Zwillinge-mäßig, keine Ahnung. Beieinander. Lassen wir uns einmal überraschen. Aber sie sind zumindest da. Oh, hier, Ja, hier, oh, hier. ihr habt das passt nicht. Leute, hier ist Wandere ich so mal ein viel bisschen. Wasser. Aber hier Hey. wurde kein. Ja, das ist jetzt doof. Ich bin Passt weiter schon. cool. Naja, ich wandere schon. Ich meine, wir haben ja da hinten noch genügend Platz, Marvin, also es ist ja nicht so. Ja, noch hier passt. Und zur Not wird halt die Hälfte der Karte einfach weggesprengt. Also, ja genau, also wir helfen euch nicht, ne? Also wenn hier irgendwas offensichtlich ist, was falsch ist oder irgendwas, was nicht ganz so passt, da gibt es auch keinen Hinweis. Obwohl, haben wir uns beim letzten Mal dran gehalten? Nee, nicht ganz. Da gab's Nicht auch mal, wo ganz. eine Kuh steht oder so. Ja, genau, also so kleine Tipps, naja. Aber dann bekommt jeder einen Tipp.
Also da gibt's Ich habe keinen mich Vorteil. doch total dran gehalten. Ja. Wieso? Was war denn? Weiß ich nicht. Du guck mal hier, oder ich hab dann auch hier, da. Ja, ich Weißt du, meine, es ist was wir machen im normal. Man Weizen? fiebert Ja, ja immer mit seinem Schützling mit hier. Ist ja völlig normal. guck mal, hier ist noch kein Tipp. Ich habe nicht gesagt, er soll da irgendwas hinbauen. Ja, aber guck mal, Oder hier ist doch? ein Tipp. Ja, man weiß es nicht. Ach. De Oh, guck mal Definitionssache. da! Der Marvin! Warte mal. Guck mal hier. Habe ich jetzt eine Bühne? Jetzt hast du einen Tipp gegeben, ne? Gut, Verdammt! hier wird die erste Seite schon wieder abgerissen. Ich bin echt gespannt, in welche Richtung der Kahn geht. Aktuell kann ich mir überhaupt nichts vorstellen. Ich baue Also, ich gehe gerade hier das. so einfach nur los, drauf los. Also, ich habe keine Ahnung, was das Okay. werden soll. Gut. Zumindest halt eine Basis erstmal schaffen, das ist auch schon mal Ja, wichtig. genau. Ich hätte gehofft, dass das hier ein richtig großer Frachter wird, aber die wäre nicht allzu lang, weil der Platz einfach nicht reicht. Ich glaube auch, da reicht eine Stunde dafür nicht. Ich weiß nicht, Marvin, wie lange baust du ungefähr an so einem großen Schiff? War eigentlich Wochenende immer. so, Immer so, ne? von Arbeitsstunden 20, 30. Ja. Okay. Nach Und dann irgendwelchen musst du ja noch. Bauplänen oder alles so frei Schnauze auf gut Deutsch? Also so vom Äußeren her orientiere ich mich schon so halbwegs so an also Bauplänen, aber so Okay. Innengestaltung übernehme ich dann halt so selbst. Ja, Wenn hilft mir ja kommt gerne sowas noch. raus wie ein Atomreaktor, Ja. ne? Also das ist nicht so, dass du einfach nur ein Schiff irgendwo hinknallst und fertig, sondern du machst auch mit Innenausbau und allem drum und dran. Ja, wenn die Zeit da ist und nicht schon das nächste Projekt dann kommt, dann ja. Okay. Viel beschäftigter Mann. Ja, ich merke das schon, ich merke das schon, ja. Man könnte fast denken, ja, so Hamburger Jung. Hast du irgendwie so eine, wie nennt man dich, nee, nicht, nie, wie nennt man dich, wie nennt man das, so ein Hang zum Schiffsbau? Ist vielleicht ja der Papa Schiffsbauer gewesen oder so und das hast du jetzt einfach übernommen? Boah, nee, eigentlich nicht. Ne? Einfach so, er mag Doch. Schiffe. Hauptsache groß, mächtig und fertig. Ja, große Kanone. Okay. Mit Atom. Muss mit Atomreaktor sein, sonst ist es. Muss. Okay. Ja. Was ich dann halt daran wirklich am meisten mag, ist halt das, wenn man dann halt wirklich lang daran gebaut hat und dann auch viel kurz vor der Verzweiflung steht halt manchmal, dann am Ende auch das Ergebnis dann sieht, dass man dann wirklich das mit seinen eigenen Händen geschafft hat in Minecraft. Das ist das Ja, Coole eigentlich daran. man merkt, dass der Turm schief ist, ne? Oder falsch gesagt. Hey, ich hab das Gebäude nur den ab. Ja, das Merke ich ist. gerade, Tippe. Ja. Das ist nach wie vor bei Minecraft so das Ding. Du setzt dich halt hin und wenn es Ewigkeiten dauert, aber irgendwann hast du halt was geschaffen, wo du sagst, jo, das gefällt mir. Genau. Und das, ja, stimmt, man kann solche Sachen halt nicht runterladen. Das ist ja wirklich mit den eigenen Händen Ja entstanden, das doch, das geht Ganze. auch mit dem Runterladen. Also ich kenne einen, ich habe jemanden, FL, der hat so Hunger Games Maps und alles mögliche runtergeladen. Es gibt da irgendwie ein Programm auf dem PC. Der Es kann ist ja auf jeden nicht ganz Fall. legal, oder? Keine Ahnung. Also jetzt so, das ist ja dann mit der gehackten Xbox, oder? Nee, das ist glaube ich nur über einen USB-Stick irgendwie geht das. Geht zum Programm, weil man kann doch USB-Sticks als Xbox-Speichermedium irgendwie Ja. schreiben. Und da gibt es halt auch für den PC Programme, dass die dann trotzdem diese USB-Sticks halt lesen können. Okay. Die halt irgendwie da drauf spielen. Lass halt einfach all deine Karten auf USB-Sticks. Also er speichert die Karte im Prinzip auf dem USB-Stick und editiert die auf dem PC. Genau. Oder schiebt er direkt an PC-Karten rüber. Verträgt sich das überhaupt? Weil die Versionsstände sind da komplett unterschiedlich. Ja, es gibt extra, so also ich glaube, es gibt extra so Download-Seiten für Xbox-Karten. Okay. Perfekt. Ich hier gerade. Könnt ihr eigentlich was mit den ganzen Adventure Maps anfangen? Mit diesen hier Überlebenszeug und hast du nicht gesehen Ja. oder ist Hab das auf was dem für PC immer euch früher oder? viel Hunger Games halt gespielt. Hier dieses Ja. Überleben, alle starten im Kreis, müssen so lange wie möglich überleben, das habe ich immer ganz gern gespielt. Okay. Aber mir ist eigentlich nicht so. Ich mag eigentlich auch nur wirklich das Bauen an Minecraft. So das Überleben ist nicht so meins. Ich bin auch meistens halt im Creative oder halt im Survival am Bauen. Aber pures Bauen, Überleben bauen, ist halt nicht bauen. so für mich. Da sind ja Ja. Kühe im Wasser. Ja, die planschen ja fleißig vor sich hin, ne? Ich guck gerade, ob ich hier den Marvin sehe, weil er dürfte ja. Oder seid ihr komplett jetzt umgezogen? Nö, wir sind da gleich neben euch. Okay. Es ist halt Aber auch Nacht, ist halt relativ dunkel. es müsste hinkommen. Ah, okay. Das ist schon lustig, ne? Wenn man niemanden sieht und dann plötzlich taucht da einer aus dem Wasser wieder auf. Ja. Weil ich Überraschungseffekt. bin gerade relativ unschlüssig, wie lange ich jetzt das Schiff machen soll.
Ja, ich merke schon. Kommt der Außenbord dahin? So, zur zeitlichen Orientierung, 9 Minuten sind aktuell um. Ab und zu sagen wir euch auch mal die Zeiten oder ihr fragt danach, alles kein Problem. Oh, jetzt, es kommt eine zweite Farbe ins Spiel. Oder doch nicht. Ja, ich überlege hier gerade etwas. Ich habe in Schiff überhaupt keine Übung. Ich habe, glaube ich, ein Schiff mal gebaut und das auch nur unter Anleitung. Okay, von Marvin? Marvin. Ich meine, wenn du jemanden kennst, der sich so perfekt mit Schiffsbau auskennt, das ist natürlich ein Riesenvorteil, ne? Irgend YouTuber, Hat der Marvin einen eigenen Kanal, wo er seine Schiffe zeigt? nee, nee, der hat einen YouTuber gefunden, irgendwie, der halt diese ganzen Schiffe halt so Tutorials dafür macht für die großen Schiffe. Ah, okay. Hätte ich gar nicht gedacht, dass es da sowas gibt. Aber dann halt auf dem PC, oder? Ja, genau, der baut's auf dem Ja, PC und okay. ja, auch beide PC Minecraft. Ewig nicht mehr angerührt. Ja, dann muss ich euch gleich mal was fragen hier, weil wir gerade so bei PC sind etc. und Minecraft. Eure Entscheidung, was heißt Entscheidung oder euer Favorit, PlayStation 4 oder Xbox One? Xbox One. Mir gefallen einfach die Exklusivtitel besser. Gute Antwort. Ja, selbst wenn du jetzt hier PS4 sagen würdest, da geht die Welt auch nicht von unter. Ja. Es ist ja eigentlich im Minecraft Grunde die gleiche nochmal Konsole. kaufen? Weiß nicht. Es Eigentlich kommt ja schon, nochmal für aktuell, die weil es One halt, raus, ne? weil es einfach zu viel Spaß macht. Ich glaube, denk schon, also. Ja. Ich glaube aber nicht, dass das so teuer sein wird. Also, Ja, genau so wieder. 10 € kosten oder so. Naja, ich tippe mal eher auf 20. Mittlerweile, die runden ja gnadenlos auf. Ja. Und die Kaufversion von Minecraft, die kostet ja auch 20 €. Stimmt, es gibt ja jetzt auch als Hardcase, ne? Also im Laden Genau. direkt. Genau. Kannst du direkt kaufen. Letztes Ist Mal natürlich gesehen. nicht schlecht für Leute, die vielleicht keinen Internetzugang haben, aber trotzdem Minecraft daddeln wollen. Ja, das ist halt aber wieder das Problem, du hast keinerlei Updates dann. Das stimmt, ja, da hast du. Obwohl man weiß ja nicht, auf welchem Stand das Ding ist, die Verkaufsversion. Das Ja, würde mich selber auch mal wird auf dem interessieren. gleichen sein. Ja, Wird denke nicht auf ich dem mal gleichen sein, auch. weil sonst Oder. kannst du ja mit niemandem einspielen. Stimmt, ja. Da hast du recht. Aber so Unterschiede sind mir bisher keine bekannt. Also habe ich bisher noch nichts gehört, wo die Unterschiede zwischen der One und zwischen der 360-Version von Minecraft Bomb? sind. Ja? Armin, irgendjemand noch da? Ich höre gerade niemanden mehr. Ja, passt. Bin ganz Hörst du noch Tom? hochkonzentriert. Gerade noch Tom? Ich bin hinter dir. Ich stehe hier sinnlos Armin? rum. Okay, Sven hört uns, wie es aussieht, nicht mehr. Warte mal. Mal gucken. Ah, jetzt. Jetzt geht's wieder. Bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Ich hab's Alles klar. nicht gehört. Okay, nee, dann passt's wieder. Gut. Ja, ich glaube, das wird eine kleine AIDA, was hier gebaut wird. Und ich bin aber gespannt, ob die Zeit überhaupt reicht, A, ein Schiff zu bauen und B, ob das überhaupt noch reicht für einen Innenausbau. Gut, So dann ist ja eh mit das Ding groß sein. trocken zu legen. Das ist das Nervigste. Ja. Auch noch machen. Ist auch genial Stimmt. auf meinem. Ja. Ja, weil wir haben ja ein 200 Block langes Schiff halt gebaut und da musst du halt erstmal so einen Trockendock für bauen. Das heißt, erstmal alles mit Sand ausfüllen, den Sand wieder wegsprengen und Leder das Ach ganze du Zeug wieder fluten. liebes Heimatland. Okay. War Stell dich mal nicht so nervigste an, waren das Arbeit in Minecraft. 70.000 Blöcke. Ja, wir haben es mal ausgerechnet. 70.000 Blöcke. Gebaut und wieder weg. Das war Arbeit. Ich glaube, Pupsi, wir haben einen ganz ruhigen Job heute, ne? Wir schweben Ja, einfach total. so und gucken einfach nur. Oh. Hast du bei dir eigentlich die Hände und so abgeschalten? Nee, nee, ist alles dran, sonst Ich? verfehle ich jedes Nee. Mal die Blöcke. Du nicht, Ach, meinst du okay. mich? Ach so, ja, okay, stimmt. Ja, nee, ich mein Pupsi, ja. Ja, ich hab Original. Original, okay. Nee, ich habe einfach so, ja, ich bin wie eine kleine Kamera. Ohne Hände, ohne Füße, Kann ohne ich das abstellen? Verstand. Das kannst du abstellen. Ich glaube bei Spieleinstellungen und da Ach gibt's stimmt, dann ja, das kenne ich. irgendwo Arm abstellen, also Animation weg und Mein armer Arm. die Oberflächen Dingenskirchen da auf, ich glaube 0, 0 oder 100%, weiß ich gar nicht. Ich glaube 100% ist komplett durchlässig, ja. Dann sieht man gar nichts mehr, dann hast du, wie als würdest du ja, eine Kamera führen. Keine Arme, keine Beine. Okay. Ich denke, Man meinst du, sieht das halt ein kleines bisschen was Flaggschiff mehr. werden oder so? Er sieht Hab zumindest mich jetzt interessant immer noch aus. nicht.
Und bisher sieht's auch gerade aus, was du baust. Was nervt Schiff. Also bis jetzt haben wir ein U-Boot noch. Okay. Ja, ich sehe zumindest, ich sehe seine Schrift. Ja, und sowas könnte man halt jetzt aktuell im Überlebensmodus gar nicht bauen, da würde die Stunde gar nicht reichen. Allein was du an Holz oder Wolle oder sowas bräuchtest. Ah, es wird der Tag. Juhu. Die Sonne geht auf. Ja. Guck, guck. Genieß. Grüß dich, Dich. Und wieder an der Oberfläche, so Oh, jetzt ungefähr. kommen wir raus. Jetzt kommen wir raus. Die ersten Blöcke. Ui, 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 ui. Ja. Also die Farbwahl ist bei beiden gleich, wenn ich das so sehe. Ja, wir bauen halt nur diese Schiffe, das ist halt das Problem. Okay. Schiff ist ja meistens unten rot und oben schwarz oder weiß und blau. Als Außer hätte ich Schiff. Holzschiffe zum Beispiel. Wenn du jetzt Ja, ein Segelboot bauen würdest, das ist selten genau. rot. Ja. Wie ist denn das dann? Ja, Holz. Farben. Holzfarben. Ja, gut, okay, wenn Braun. sie nicht lackiert sind, ja. Ja, auch Meistens sind sie so. ja weiß. Meinst du Wikinger-Schiff oder was? Meinst du jetzt die Gorch Fock Ja, oder wie? so Ja, genau. Piratenschiffmäßig. Ah, Aber hier. ich merke, so breit wie ich das Schiff gemacht habe, Marvin, ich glaube, wir kommen schon wieder in die Quere, kann es sein? Sicher. Oh. Bauen Sie eigentlich Oh. was? Dann Oh, reißt okay. vom Blazerkork einfach was ab. Stimmt. Oder bau halt einfach rein. Ihr überlappt das so. Ja, oder so. Das wäre natürlich jetzt richtig fail, wenn der Marvin jetzt zum dritten Mal anfangen müsste. Nee, nee. Ja, du baust doch dein Das Frachter Meer ist doch wieder, so oder? groß. Hier hinten ist da alles frei. Hier hinten, Ey, hier, ich wusste alles. nicht, wo er ist. Ja. Jetzt müsst ihr euch einigen hier, ne? Aber wenn ich so sehe, ich Ich glaube meine, auch, da dass hinten wäre Sven noch genug bekommt ein Platz bisschen gewesen, ne? Platzprobleme. Ja gut, das Boot muss ja nicht groß sein. Das sagt ja keiner, dass das Boot ein großes Boot sein muss. Nein, das kann auch ein kleines Bötchen mit vielen Details sein. Also ich würde mal weitermachen, Marvin, aber wenn das Boot nachher lieber ist das Boot dann kleiner und fertig, anstatt zu groß und unfertig. Ich denke, Marvin hat einen Plan, weil ich glaube, das Boot, was er baut, das kenne ich schon. Okay. Ja, daneben nebenan schon so eine kleine Blaupause liegen, oder? Nee, denk nicht. Oder? Da hat aber Pupsi fast recht, weil wenn ich allein jetzt bedenke, wenn Sven das alles noch trockenlegen muss, ja, wohl muss er ja gar nicht. Aber wir gucken auf jeden Fall auch dem Bötchen unter den Rock, ne? Ja, Ja, Details hast du dann ist es gesagt, ne? einfach ein Schiffskutter, da schmeißt du einfach einen Haufen weiße Tintenfische rein oder so. Genau. Fangbecken da. Ein Frachter, Also bis jetzt schaut das aus wie in der Arena. Aber sie leuchtet so ein bisschen. Also zumindest das, was ich von hier hinten sehe, das ist so, ist das dieser Netherstone? Kann das Wer sein? leuchtet? Ja, das Rot, das leuchtet aus dem Wasser raus. Er leckt gerade so ein bisschen. Ja, das ist ja Wolle. Ja klar, ist er Kahn aus Wolle. Logisch. Der muss Logisch. ja auch schwimmen, Junge. Junge, Junge. man könnte Jetzt doch geht's auch, los. Schneedinger nehmen, oder? Schmelzen die Ja, nicht? aber Er ist ja kommt nicht so kaltes komisch Wasser. aus. Also ist kaltes Wasser. Kannst du einen Eiswürfel reinschmeißen, oder? Jo. Also auf jeden Fall, also Gesetz des Falles, wenn du baust gerade eine Arche Noah, ein Schaf hast du schon mal. Oh, jetzt. Das ist so drin, das ist bei mir. Oh. Wo das wohl herkommt. Verrate ich nicht. Ja, Pupsi? Das erste Deck ist. Nimmt Gestalt an. Also, es. Cool, Es man kann wird, drauf ja. laufen. Yeah. Weil, Oh, wenn ich jetzt wird. sehe, jetzt wird Schmeißt am Sand geflutet. rennen. Ja, Ja. jetzt wird sich meist am Sand rennen. Das saugt Ja, das ist ein ganze bisschen Wasser unangenehm. auf. Das ist natürlich schon praktisch, weil er braucht das von oben nur reinschmeißen. Das ist natürlich auch eine gute Idee. Er hätte ja von unten angefangen, ich Esel. Siehst du? Aber Wieder was damit kenne gelernt. ich mich ja aus, ne? Mit Sand reinschmeißen. Jo. War dann der kleine Arbeiter, der halt diese 70.000 Block da trockengelegt hat bei seinem Oh, U-Boot. der kleine Arbeiter. Wie lange dauert sowas? Das ist schon eine Ja, wir haben, Wochenaufgabe, oder? glaube Ein ich, im Wochenende? Endeffekt dann zu dritt gemacht. Ja, ich glaube, eine Woche habe ich dafür gebraucht, immer jeden Tag mal so 1, 2 Stunden. Aber Krass. da verlierst du auch irgendwann die Lust, oder? Ja, das ist aber, man weiß halt, danach kommt was richtig Geiles raus. Ja. Wird dann schon ein bisschen. Das war deine Flugzeugträger, oder was? Nee, das war dieses Kanonenboot einfach nur. Das Flugzeugträger war nochmal ein bisschen. Ich würde sagen, das Einzige, das ist.
Schiff, was bei mir auf dem Server ist, ist das einzigste, was geflutet wurde. Alle anderen stehen ja auf einer Kreativwelt, ja, auf so einer flachen Welt. Aha. Greifen rum. Das ist ja krass. Also, ja, das schreit ja eigentlich schon fast nach einem Besuch bei, mal bei Marvin mal vorbeischauen. Ich muss auch mal vorbeischauen. Ich mag auch kommen. Habe Seid ich herzlich mitgekriegt. eingeladen. Muss mir das Kanonenboot mal anschauen. Auf meinem Server hat sich auch wieder ziemlich viel geändert. Wie gesagt, da steht jetzt halt dieses riesige Schiff und ein paar neue Dörfer und so. Du hattest ja damals nicht Erfolg. genug, ne? Nein, da muss noch mehr. So lange, bis die Welt gar nicht mehr aufbaut. Bis die Konsole Das sich verabschiedet hier. ist unser Ziel. Mann, oh Mann. Aber man sieht hier, die zwei, die kommen stetig voran. Jetzt wird fleißig geflutet. Ich gehe mal ganz kurz unten gucken, wie das Ganze von unten aussieht. Unten ist es dicht bei uns, ja. Also ist nicht so, dass das Ding hier einfach ins Nirvana gebaut wird. Oh, ein Tintenfisch. Ich wollte gerade sprinten, aber Tintenfisch. das geht ja nicht hier. Doch, das geht. Okay, mal wieder auftauchen. Alles gut. Es sieht aus wie ein kleines Containerschiff, was der Marvin da hochzieht. Oder ist ein Boah, holländisches so wird's. Schiff mit einem Haufen Käse vorn drauf. Kenn ich schon. Du kennst das schon? Also du weißt schon, was er baut. Ja, ich glaube schon, also die Form ist zumindest mal sehr ähnlich. Okay. Ja, das ist natürlich jetzt hier Fleißarbeit, was der Sven hier zeigt. Das sind natürlich die kleinen Details, die so ein Schiff dann ausmachen, ne? Wie viel Zeit haben wir noch? 4 Minuten. Nee, Blödsinn. Wir haben es jetzt Reicht 43, wir haben jetzt 20 Minuten, also ein Drittel der Zeit ist rum. locker. Reicht Da locker? fehlt nicht mehr Muss viel. man mal Munition gucken. reinziehen. Aua. Oh, das Wasser kommt wieder. Ui. Ich Die bin am Schnauze Überlegen, von dem. wie ich den Bug mache. Ich habe keine Ahnung, wie ich das Ende machen soll. Das ist grausam. Einfach gerade abschneiden. Ja, genau, das ist. Klingt gut. Keine Ahnung, ich mach so einen auf Titanic, einfach eine Hälfte durchgeschnitten, der Rest liegt auf dem Meeresgrund oder so. Das kannst du auch sagen, ne? Der Fantasie ist ja hier freien Lauf. Der Bug von Marvin ist noch ein bisschen stumpf, das Ding. Das gehört so. Oh, das. Wird später angespitzt. Ja, das wird man dann. Das wird schon passen zu dem Boot, was ich baue. Okay. Ich habe ja vom Boden nicht so viel Ahnung. Ich glaube, wenn ich an mein erstes Boot denke, was ich damals mit dem Andy noch gebaut habe, da ist das ja jetzt hier, das war ja alles noch 2D. Da ist nichts mit Tiefe gewesen. Nee, wir haben alles bloß so Holzblock auf Holzblock gestellt. Einfach damit aus der Ferne, damit es aussieht, als würde da ein Schiff sein. Mir Und lenkt das natürlich. gerade so dämlich rum. Keinen Sand mehr einfüllen. Ja, aber das sieht ganz gut aus, was du machst. Also, ja. Sehr geil. Ich baue Sand und es braucht erstmal so 5 Sekunden, bis er anfängt, mal runterzufallen. Echt jetzt? Das ist Ja, das natürlich. ist gerade sehr nervig. Aber ich glaube, solche Probleme hat man bisher in jeder Runde irgendwie. Mindestens jetzt ist Zählen einfacher. Es bewegt sich halt nicht. Marvin, wie ist es bei dir? Leckt das bei dir auch? Nee, bei mir ist alles gut. Okay. Tja, Sven, dann muss es an deiner Leitung liegen. Tut mir leid. Ja, ich. Dann ist es höhere Gewalt. Ja, dann ist der Sven automatisch schon im Halbfinale. Halbfinale wird ja mit 3 Leuten, ne? Weil ja die Halbfinale mit drei Semifinale. Leuten, das machen wir alles ein bisschen anders, weil halt ein paar Leutchen sich einfach nicht mehr gemeldet haben. Von den Leuten habe ich übrigens nie wieder was gehört. Nie. Weder irgendwie Hallo noch Entschuldigung, dass man sich gemeldet haben oder so. Ja. Wenn sie Ey, gerade bis ja. zum Ende ihrer Tage in irgendeine Ecke und schämen sich. Oder das, ja. Vielleicht hat die Mama von denen gesagt, auf die Wuttreppe und denke über deine Fehler nach. Und dann ist die Mama halt in Urlaub gefahren, ne? Kam nie Ja, genau, wieder. kam nie wieder. Ich gehe mal ganz kurz Zigaretten holen, aber du rauchst doch gar nicht. Quietsch. Weg sind sie. Ja, genau. Ja. Hast du dir schon was Deswegen. überlegt, was du mit den 50-Euro-Gutscheinen machen würdest? Gesetzesfall, dass Also du gewinnst? ich würde ja. Ja, Pupsi, du gewinnst nicht. Ich Du hast doch schon habe gewonnen, du keine kennst Ahnung. mich. Mann, Mann. Ah ja, stimmt. Ne? Ich habe keine Ahnung. Das hast du Keine doch schön. Ahnung, Mal Jesus. sehen, was für ein Spiel dann im Angebot ist oder so. Oder. Okay. Werden wir sehen. Ich würde das aufheben für die Xbox One. Oder so, ich meine, Gutschein verfällt ja, glaube ich, nicht. Da kannst du euch später was kaufen.
auch, ja, es ist ja schon bekannt, dass Microsoft die Punkte streichen wird, ne? Die fallen Ja, ja ich weg. habe jetzt schon, ich habe mich für diese Beta da angemeldet, diese Okay. Dashboard-Beta, Da dürfen wir und nicht drüber da wird. reden. Wir dürfen Ach so, nicht drüber reden. Wir dürfen nicht stimmt. drüber Ja, okay, reden, ich habe ja. mich angemeldet. Okay, gut, Aber. das darfst du sagen, das ist kein Problem. Gerade bei dem Video, was im Internet auftaucht, würde ich, man hat ja da so einen Verschwiegenheitspakt unterschreiben müssen, Ja, dass man genau, ja nichts sagt, mit keine strafrechtlicher Screenshots, Verfolgung und richtig, so. keine Videos macht und so. War was. Ich verstehe es eigentlich nicht, warum, um ehrlich zu sein. Jetzt habe ich auch. Ja, ist halt da, aber es fällt irgendwie nicht auf. Also Ja. Taktik oder Tick-Tack. Ja, so groß sind die Unterschiede jetzt nicht. Es gibt ein paar kleine Details, die sich geändert haben. Und halt viele Sachen wurden halt schon für die Xbox One schon vorbereitet. Das, was dann später einfach normal sein wird, ist Du einfach darfst jetzt auf der nicht drüber 360 schon so. reden. Was? Ich gebe da keine Details preis. Ich sag nur, dass sich Naja, wer irgendwas weiß. ändert. Es kann ja Ich sein, habe dass die morgen. Xbox so plötzlich wie er auf mir rumhackt. Egal, ich hack überhaupt nicht, aber nett, dass morgen dann ein Microsoft-Mensch vor deiner Tür steht und dann Die sagt, hören doch so und sowieso so. alles mit. So, Ja, so Autosave in NSA-mäßig. 3, 2, 1, nicht wundern. Das heißt Oh natürlich jetzt nein, nicht, was. dass jetzt schon eine halbe Stunde vorbei ist, ne? Weil wir hatten ja ein bisschen Einleitung und so, also keine Panik. Keine Panik auf der Titanic, Wasser ist für alle da. Gott, der ist auch steinalt, der Spruch. So, da sind wir wieder. Also ich zumindest. Bin auch Pupsis da. Artgenosse planscht dir fleißig in unserem Kutter weiter vor sich hin und hier wird irgendwie schon was gebaut. Das sieht aus wie irgendwas Unterirdisches. Wohin Vielleicht ein jetzt? Da Marvin hin? Frachtraum. Ja, ich mach. Der Marvin, der baut bei dir oben auf dem Schiff. Den sehe ich hier wunderbar rumeiern. Vorn am Bug. Ach, Oder da na, ist er. Bug ist vorn, oder? Nee, Bug ist hinten. Bug ist Was? hinten, was Nein, ist Bug dann ist vorn? vorne. Nee, warte mal, Bug Heck. ist vorne. Nee, Heck ist Bug ist hinten. vorne, Heck ist hinten, genau. Ja, Bug, ich wollte gerade sagen, Bug ist vorne, Heck ist hinten. Ich weiß okay. nicht, was Steuerbord und Backbord ist. Da gab es, glaube ich, Steuerbord ist, glaube ich, irgend. links. Ja? Ich glaube auch Steuerbord, dass es links ist, ja. Backbord ist rechts, aber kann auch total falsch liegen. Ich müsste es eigentlich wissen, weil ich habe mal eine Zeit lang gerudert, so richtig im Verein und so. Du warst im Verein gerudert. Ja, Ich ich bin war eine Zeit sogar lang. Schlagmann. Ja. Sagt man. Ja, weißt du, was ein Schlagmann macht? Der Schlagwort. haut wie ein Blöder auf die Trommel ein. Ich hatte so riesengroße. Nee, hatte ich Ach, nicht. du warst der Heini, der hin am Steuer saß und dann hier getrommelt hat. Nee, der Schlagmann ist die Person, die sitzt ganz vorn. Du sitzt ja in einem normalen Ruderboot. Damals sind wir Achter gefahren. Du sitzt ja hintereinander, ne? Genau. Und da sitzt halt einer ganz vorn und der gibt den Takt an. Da sitzt einer, der eine gleichmäßige Schlagzahl hat. Also es gibt ja manche, die sind mal schneller, mal langsamer, mal schlafen sie ein, mal steigen sie aus. Und da hockt halt einer, der, was ich, immer eine gewisse Anzahl von Schlägen in der Minute halt hat und das Das warst konstant du. halten kann. Das war ich, genau. Weil ich wie so ein Ohrberg da auf das Ding da eingedroschen habe. Nee, das war wirklich eine schöne Jetzt, Zeit. ja, jetzt wird mir einiges klar. Ja. Nee, und Rudern ist auch wirklich ein schöner Sport. Also wer die Möglichkeit hat, rudern zu gehen, A, hält's fit, ist gut fürs Kreuz, ist gut für die Arme. Es gibt, glaube ich, kaum einen besseren Sport, der in den ganzen Körper reingeht, als Rudern. Das ist wirklich was Schönes. Ist ein Teamsport. Man muss halt auch vieles lernen. Du musst da ab und zu mal ein Boot schleppen oder so. Im Winter war das immer richtig blöd, weil wir hatten dann so eine Art Schwimmhalle, wie man sich halt eine Schwimmhalle vorstellt. Und in der Mitte war so ein Boot einbetoniert. Da hast du dann so Paddel gehabt, die waren halt durchlässig, die waren aber so ein Stahlgerippe. Und dann hast du halt im Winter wie ein Geisteskranker in dem Schwimmbecken gerudert. Genau. Auf der Stelle Dann. dann. Auf der Stelle, bist kein Meter vorangekommen. Ja, es geht halt auch viel um Technik, also Naja. dass du halt nicht die Paddel ewig weit aus dem Wasser rausstreckst. Ich meine, du drehst die halt auch ein, damit wenn du zurückgehst, dass der wenig Luftwiderstand ist. Also man achtet wirklich auf viel, viel Kleinkram. Genau. Nee, also es ist wirklich ein schöner Sport. Im Sommer noch besser, gerade wenn du halt auf dem Fluss unterwegs bist. Ah, jetzt leckt's bei mir auch ein bisschen. Wird auch schon wieder nicht. Jetzt macht er das Wenn auf einmal hier ganze komplette rein. Also ich bin mal eine Marvin? Zeit lang Tretboot Ja. gefahren, aber. Okay. Was Tretboot bist du gefahren? Ja, wahrscheinlich wird es dann in der Aufnahme ja so sein, dass der dann alleine redet und uns nicht hört. Nein, also ich höre euch alle. Ja, ich höre euch auch alle. Ja. Ja, hört ihr Tom? Ja. Ich nicht. Echt jetzt? Das macht nichts. Ja, warte mal. Ah, jetzt höre ich dich wieder. Soll ich vielleicht lauter reden? Was ist denn? Mach mal bitte alles Au! aus bei dir, was irgendwie mit dem Internet zu tun hat.
Also Minecraft, Xbox. Nee, Xbox bitte Na gut. anlassen. Fernseher. Fernseher, Controller, Monitor. Mikrowelle. Ja, alles, was Internet ziehen kann. Schauen wir mal, ob das relativ stabil bleibt. Also wir ziehen hier aktuell gerade ein Zwischendeck rein. Oder eigentlich das erste richtige Deck kommt hier gerade. Wenn ich das richtig sehe. Und ich will ja nicht, ich weiß es nicht, aber ich bin vorsichtig mit meiner Meinung, aber das wird eng, oder? Sven? Ich will jetzt eigentlich hier aufhören mit dem Schiff. Ah, du bist jetzt fertig. Oder so. Aber gut aus. Also wir ziehen da, also Schiffsding, Deck haben wir schon eingezogen, jetzt kommen so die Innenausstattung mit langsam eingebaut. Ja, na, ihr baut so eine Art kleinen Fischkutter, wie das Ganze aussieht. Ja, irgendwie, wir haben sogar schon Treppen drin. Oh, Treppen. Wie realistisch. Treppen, natürlich ist realistisch. Das geht ja gar nicht. Da würde das Gibt Schiff ja doch was. untergehen, da kommt ja Wasser rein. Treppen. Jetzt muss er nachdenken. Treppen. Oh, Licht. Sogar ein Lichtlein haben sie schon. Ich bin ja mal gespannt. Also so unter Zeitdruck was hinzubauen, das ist, denke ich mal, beim besten Willen nicht einfach. Vermute ich einfach mal so. Ich weiß es nicht. Aber das Sven, der ist ja sowieso so eine absolut gechillte Person, der hat sich auch in der Vorrunde absolut nicht. Oh, ich mache halt hier, ich mache halt ein bisschen da und dann war ich fertig. Meine Lieblingsszene war ja eh das, wo ich hier extra eine Zahl da auf dem Boden gebaut habe. Ja, Weg mit genau dem für zu mich. verraten, Genau, und Weizen ja, ich nicht hab. sag's dann. Geil! Upsi, oh, 15 Weizen. Ich hab das nicht kapiert. Er macht auf einmal da irgendwas und ich so, was? Ich denke, dass er da eine Zahl hinschreibt. Als ich gesagt hatte, da fiel es mir auf einmal schlagartig ein. Da fiel es ihm wie Schuppen von den Aus den Haaren. Haaren. Ja. Ja, das Heck sieht zumindest sehr ausladend aus, ja. Also ausladend in Form von groß. Ja. Wir bauen mittlerweile Fenster ein. Wir haben schon Sitze drin. Ja, aber ihr kommt nicht raus aufs Meer. Das ist halt euer großes Problem. Da ist Ja, unser das Kreuzer stimmt. einfach im Weg. Also Das wenn du ist eine Kanone richtig. bauen solltest, dann richte die Kanone bitte richte in den kleinen Kutter da aus. Das ist so das ähnlich wie das Ruderboot da bei dem Schwimmbad. Ja, Wenigstens du kannst paddeln wie ein ist Geisteskrank. Das ist halt ein Theorieschiff. Da kannst du halt alles in der Theorie erlernen. aber Reicht ja cool, vollkommen ey. aus, weil ab der Nimmt Praxis wird es langsam dann richtig sowieso Gestalt an, langweilig. also richtig cool. Die Front gefällt mir noch nicht so richtig. Aber mir muss sie auch nicht gefallen. Dir muss es auch nicht gefallen. Ich? Ich finde es vor allem krass, dass die zwei das hier komplett aus dem Kopf bauen, ne? Ich Nehme ich könnte mal es nicht. an. Ich könnte es nicht. Also Schiff ist, glaube ich, richtig schwer, weil du musst ja diese plastische Form hinkriegen und das ist, glaube ich, gar nicht einfach. Ja, Meiner finde eigentlich ich. zufrieden. Das ist jetzt mein erstes wirklich allein gebautes Schiff. Gib halt an, Jeder fängt oder? mal an. Fürs Disheck umso spitzer. Also mit dem kannst du ja eine Fliege in der Ecke zertreten. So, jetzt haben wir hier schon die Reling. Sehr schön. Also auch an die Sicherheit wird bei euch gedacht. Ja. Ja, der Sven Also gibt auf jeden jetzt Fall weiß ich, was. Gas. Ich meine, er muss halt hier auch noch einiges fluten. Das dauert auch noch mal so seine Zeit. Trockenlegen, nicht fluten. Trockenlegen. Ja, stimmt. Ja, fluten ist genau das Gegenteil. Das wollen wir ja nicht. Geflutet haben wir schon. Obwohl, wenn du so einen kleinen Pool unten hast, ne? Pool können wir da einbauen. Das sieht echt aus wie so ein kleiner Schlepper. Hubschrauber-Landeplatz. Das ist ein Schlepper, was ihr da baut. Kann das sein? Weiß nicht. Stimmt, ich Ja, bin das eventuell. Containerschiff und Marvin hat dann diesen Schlepper oder so, der mich dann hier Genau. rausdrückt aus der Bucht. Genau. Marvin, jetzt hämmer's. Also haben wir doch Und die über Schiffe Laser gut gucken, da fehlt platziert. noch der Flug, der Hubschrauber-Landeplatz hinten drauf. Das ist die VIP-Lounge hier. Alles groß. Aber es sind wirklich die ersten beiden, die so nah aneinander bauen. Ansonsten war es immer so, Ja, auf die Plätze stimmt. fertig, los und alle Los und das ist. rannten Ja. querfeldein. Alle waren sie weg. Ich glaube, Alle ich denke jetzt, wenn zwei. es jetzt ein richtiges Match gewesen wäre, dann wäre ich auch ein bisschen weiter weg, aber. Okay. Was soll das denn jetzt Just heißen? for fun. Ich finde es Haha. zumindest gut. Ich Spaß, meine, du Spaß. hättest halt zwar sagen können, okay, ich bin weiter, dann schönen Abend noch und weg.
wäre mir auch persönlich ein bisschen langweilig gewesen. Ich habe mich hier drauf gefreut, drauf vorbereitet auch ein bisschen und so. Ja, Echt? wir haben Wie? euch vorbereitet. Ja, Genau, genau. das will ich auch wissen. Wie bereitet man sich auf eine Aufgabe vor, die man gar nicht kennt? Haben ich und Marvin heute gemacht. Wir haben einfach gesagt, irgendein Thema und das bauen wir jetzt beide und das sind wir irgendwie auf Ah. Eisdiele dann rausgekommen heute. Naja. Okay. So, das so Zeug. Also einfach mal ein bisschen gebaut, auch generell dann ein bisschen mehr Minecraft gespielt wieder, ein bisschen wieder reinzukommen. Also man kann das doch schon so ein bisschen trainieren, so die Kreativität ein bisschen anspitzen. Oh, jetzt kommen schon Feinheiten hier. Na, hier wird weiterhin der Boden eingezogen, schön geschweißt. Also der Schwerpunkt ist auf jeden Fall schön tief bei dem Schiff. Umkippen kann der Kahn gar nicht mehr. Was einfach so, das Ding ist ein Kies-Transporter oder So, kleine aber Info wie am Rande, 25 Minuten habt ihr noch. das jetzt schon so entsteht, das ist total faszinierend. Wahnsinn, ne? Ja. Ich sehe es ja so aus dem Augenwinkel ein bisschen. Ich habe mir hier so eine schöne Position gesucht, wo ich den Sven sehe, wie er hier fleißig alles mit Schwämmen trocken legt, damit der Kahn endlich mal ein bisschen Ich hab da Auftrieb bekommt. Und im eine Hintergrund sieht Frage man an halt. Marvin. Frag. Wie viel kommst du ins Boot rein? Oh. Genau. gar nicht. Gute Frage. Boah, hier. Obwohl hier Wird hinten dann noch. alles Ja, noch. nee, passt ja. Ist er da hinten? Genau, da musst du Ja, noch. stimmt. Ah, da habe Wird ich den dann alles später gefunden. noch ein bisschen Ja. verfeinern. Marvin, ich kann ja wieder die Inneneinrichtung machen. Oh Mann. Ach ja. Da kriegst du noch hin. Es wäre natürlich auch was gewesen, ne? Wenn das schon mal so eine Zusammenarbeit ist. Man baut einfach gemeinsam an einem Projekt. Ja, Aber. das wäre ja geil. Das wäre doch geil. Die fangen an und nach 30 Minuten müssen sie wechseln. Dann muss der eine beim anderen weiterbauen und der andere beim anderen. Geil, ja, lustig. Ja, ich hatte ja auch schon gesagt, wenn dieses King of the Block am Ende immer noch so gern gesehen wird wie aktuell, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, sowas nochmal irgendwie aus dem Boden zu stampfen. Auch wenn ich sagen muss, für mein erstes Event ist da schon, das ist schon ganz schön anspruchsvoll. Ich meine, da bin ich ja schon dankbar, dass die Teilnehmer sich zum Beispiel selber abgesprochen haben, was Termine und sowas angeht. Also, dass wir halt bloß nur vorgegeben, pass auf, wir haben da und da Zeit. Und dass die halt dann untereinander sich die Termine abgesprochen haben, weil das hat schon sau viel Arbeit abgenommen, muss ich sagen. Was macht er denn hier? Was versteckt er sich Ja, denn gerade, ich hier? habe ein paar Lecks irgendwie. Ganz schön dunkel. Da ist es mir zu dunkel. Das erinnert mich zu sehr an Höhle, da gehe ich wieder raus. Also ich muss echt sagen, Respekt an Marvin, was er da jetzt hier hinklotzt. Das ist unglaublich. Es ist zwar nicht groß, aber Hammer. Lass dich nicht ablenken. Wie oft hat er schon mal Konzentriert. gebaut? Das hat er wahrscheinlich noch 1:1 im Kopf, oder? Das ist jetzt schon, glaube ich, schon das dritte Mal, ne? Brennt sich immer im Gehirn ein. Das ist genauso du wie nachts meine von Mühle. Schiffen? Ich habe die einmal gebaut und. Sehr gut, Tom. Träumst du nachts vom Schiffen? Ja, also von Schiffschiffen. Ach Mann, du weißt, was ich Ich meine, von halt so Schiffchen auf dem Wasser. Weil wenn man sehe halt gerade gar viel. nichts. Ich bin verwirrt. Das ist eine Pfeife, oder? Das Wahnsinn. Danke, Pupsi. Danke, Pupsi. Bitte, Ja. bitte. Gerne wieder. Ich hoffe, du hast einen Wagenheber dabei, damit wir das Niveau wieder nach oben kriegen. So hoch, der Witz kommt flach. Ja. Okay, Der Spaß Witz muss kommt flach. sein. Was baust denn du jetzt hier? Jetzt verschwindet der ganze Sand wieder. Ja, genau. Soll ich jetzt hier wirklich so einen Sandtransporter basteln? Da weiß ich nicht, und das musst du wissen. Du, und wenn du das Ding in Brand steckst zum Schluss und dann sagst, es ist eine wunderschöne große Schiffsfackel. Ich gucken. Also, nö, ich guck nicht. Ich lasse mich nur inspirieren. Also, ich würde mal behaupten wollen, ne? Wäre das jetzt wirklich so ein richtiger Kampf um eine Position, da wäre der Marvin richtig ernstzunehmender Gegner für dich. Ja. Weiß, ja, das ist halt jetzt das Pech, dass Schiffe dran gekommen sind. Das ist halt jetzt sein Gebiet. Mich, ja, Sind es hätte die. auch was anderes sein können, ne? Wo sind die Schwächen bei Marvin? Boah, Keine eigentlich Ahnung. Habt ihr inneren noch Schwächen? Richtung. Ja, Ja, inneren Richtung. Richtung. Ja, also von Häusern und so. Also generell Häuser mag ich nicht so gern zu bauen. Also Flugzeuge, also so Ja, alles Fahrzeuge was halt. technisch ist, mag er halt. Okay. Und Redstone komme ich auch nicht mit klar.
Meine Vorlieben sind halt wirklich Häuser aller Arten eigentlich. Pupsi, Headset. Oh. Au. Genau, wer ein Hörgerät braucht, schreibt einfach eine E-Mail an. Ich bin taub at dankepupsi.de. Was? Ja, weißt du, wie das raschelt? Ja, ich kriege ja kein neues von dir. Du bist ja so geizig, weißt du? Was denn, du saßt gestern daneben, du hättest bloß zugreifen müssen. Doch. Ja. Ja. Ne? Gut. Ja, unser Schiff ist fertig. Das ist ein Partyschiff, oder? Wo ist das grad, wo die Brücke hinkommt oder so, oder wie ich die baue. Ist gar nicht mal so einfach. Reingehen. Zumindest, ich fliege jetzt mal kurz auch mal eine Runde drum herings. Das sieht schon mal, das sieht gut aus. Gut, okay, mit dem Kahn ausparken müssen wir nicht mehr, aber wir haben einen Schlepper an Bord. Kommst du nicht raus, ja, genau. Hat es auch ABS? Na, welches Setup ist denn da drauf, ne? Ja, genau. Da hoffe ich aber schon, dass der Marvin da so ein 1:25 Modell von dem Motor auch noch irgendwo da reinbaut. Weil Zeit hat er ja genug. Ja, da kommt noch ein richtiger Dieselmotor, oder? Genau. Okay. Ich bin jetzt ernsthaft im Überlegen. Bei den Worten hinten hast du das hin, aber wie willst du es gestalten? 20 Minuten hast du noch, also kein Problem. Ja, mal gucken, wie viel Zeit noch übrig bleibt. Das halbe Boot ist noch unten unter Wasser, habe ich jetzt kurz erstmal zugemacht. Vielleicht mal gucken, ob noch Zeit ist. Sehr schön, sehr schön. Ich bin nicht noch eine Winde? Winde und ein Haken und ein paar Seile und wo ist der Anker? Oh, stimmt, ein Anker. Wie er die ganze Zeit Tipps gibt, der Pupsi, ne? Was denn für Tipps? Ich frag doch nur, ich stelle nur Fragen, ich habe keinen Tipp gegeben. Du, ich kann auch sagen, du Sven, warum ist denn das schief? Ne, das ist auch bloß eine Frage. Ja. Das ist, ja. Das ist echt schief. Was machst denn du eigentlich hier? Geh mal rüber zu deinem Fischkutter. Der AIDA, da kriegst du später erst eine Einladung. Ja. Aber ich find's auch interessant, wie die Leute in ihren Skins so treu bleiben. Ich meine, Marvin ist ja auch bekannt hier, ne? Der war ja schon beim Besuch bei, als kopfloser Ritter unterwegs. Das war noch Zeit. Ich habe meinen Partyhut dazu bekommen. Ja. Er hat gleich gefeiert. Das ist halt Wiedererkennung. Keine Ahnung, wie ich die Brücke machen soll, das ist ja wichtig. Also eine Brücke ist ganz einfach. Du verbindest einfach zwei Stellen, dass man drüber laufen kann. Das meine ich nicht. Ja, das sieht nicht schlecht aus. Also, Entschuldigung, hab nichts gesagt. So, und jetzt einfach hier so ein Lenkrad noch oder so. Ja, genau. Da steht der Kapitän oben, hier so. Ja, nicht so. Marvin, was wird denn das? Weil das wird so ein Antennenmast. Also. Jo, also Schiffsbau, das ist, wie es aussieht, echt Marvins Fetisch. Fein, ja. Außenkopf, das ist echt Wahnsinn. Gut, dafür hat er Sven halt andere Vorlieben. Ja. Kleine Häuser, da könnte ich Welt werden, ich könnte den ganzen geil. Tag bauen. Es gibt ja noch mehr als genug Aufgaben. Wie gesagt, es gibt ein Halbfinale, dann kommt noch ein Finale. Gesetzesfall ist, du kommst so weit. Ich denke mal, da kann jeder die Finalaufgabe, da gibt es ja auch nichts mehr zum Wählen. Also das ist dann nur eine, aber die hat es dafür in sich. Das sieht doch gar nicht mal, das sieht gar nicht mal so schlecht aus, was du jetzt baust, ja. Sehr gut. So, wo bauen wir? Immer noch schief. Du musst, glaube ich, nur eins. Ah, stimmt, verdammt. könnte man da was reinbauen? Nee, aber Motor bringt ja nichts, also das ist jetzt zu. Mhm. Was? Mhm. Nö, nix, einfach was. Mhm. Geheimsprache. Mhm. Ah, check. Ja, man muss ja mal ganz genau hingucken. Jetzt, das nimmt langsam Gestalt an.
Sieht aus wie eine kleine Luxusjacht, was jetzt hier hochgezogen wird. Jetzt überlegt er. Wir sollten echt mal so ein Boot rein im Überlebensmodus mal bauen lassen. Allein die Wolle, die hier verbaut ist, da bist du schon eine Weile beschäftigt, ne? Aber ich will nur 20 Minuten. Ja, 20 Minuten reicht vollkommen aus für so ein Schiff im Überlebensmodus. Ich glaube, das Sven, der hört mich schon wieder nicht mehr, oder? Ja, doch, doch. Okay, gut. Ah, okay, jetzt sind sie alle konzentriert. Jetzt kommt so die heiße Phase. Was haben wir denn noch, Tom? Wir haben aktuell 14 Minuten. Reicht ja noch für... Also ein akademisches Viertel haben wir noch. Das reicht noch für das ein oder andere Beiboot. Rettungsreifen. Ringe. Wie heißen die? Beiboote. Vielleicht das Schiff noch beschriften. Ja, man erkennt das jetzt zumindest, was jetzt hier so gedacht ist. Man kann ja immer noch was Transportierendes draus bauen. Bloß, dass die rote Wolle da so rausschaut. Was genau? Was da so ein Duttel drunter ist, das schaut voll cool aus. Aber wie gesagt, Pupsi muss es ja nicht gefallen. Und auch wenn, wie gesagt, wenn das Van schon weiter ist, wir machen trotzdem mal die Däumchenaktion, welches Schiffchen hier gewonnen hat. Oh, jetzt wird die Brücke gebaut. Also das könnte ja so ein Rennding werden fast, ne? So Aerodynamik. So eine Speedjacht, so in die Richtung. Ja, das ist Speedjacht. Aber was von mir, oder? Ja, für so Boote kann man ja richtig Geld ausgeben, ne? Wie war das mal? Pro 10 Meter, glaube ich, 1 Million oder sowas? Oder pro Meter ja, 1 Million? Ja, genau. Irgendwie sowas, ne? Ist eine einfache Formel, wenn du dir ein Schiffchen bauen oder bauen lassen willst, sagst du, ja, du 14 Meter, 14 Mille, fertig. Hat ja jeder heutzutage übrig, ist ja kein Problem. Fährt eigentlich einer von euch Privatschiff? Also hat jemand von euch einen Bootsschein? Oh, nee. Ne? Okay. Also es gibt ja auch, dass sich einige halt hinsetzen und halt einen Bootsschein machen und dann, was ich im ortsansässigen, nicht Schwimmbad, sondern ja, ich hab einen Kumpel See, von mir, der Fluss. Fährt immer Regatta. Okay. Ich glaube, Segeln wäre mir echt zu langweilig, ich weiß es nicht. Dann hast du eine Flaute, dann fängt das so an, dann sitzt du auf dem Kahn und dann fängt das genau an wie so einen schlechten Film. Ewigkeiten Ebbe, der Tank ist leer. Weil der Matrose das Zeug leer gesoffen hat. Ehe du dich versiehst, bist du im Bermuda-Dreieck. Gibt's auch so einen Haufen Dokumentation über das Bermuda-Dreieck, was da nicht alles schon verschwunden ist. Aber ich muss echt sagen, dass Sven es verdammt schnell in Klötzchen hinstellen. Ach, scheiß Mücken. Was gestochen. Hast du eine Minecraft-Mücke? Ja. Mal ein Leben und auch irgendwas rum. Also Gesetz des Falles, dass wenn gewinnt, kriegt er ein Fliegengitter von mir. Gibt's das überhaupt auf MMOGA? Ich glaub nicht, oder? Nee. Kriegst einen Gutschein vom Baumarkt. Setz doch mal eine Fackel hin, Marvin. Ja, mach gleich. So, 12 Minuten haben wir noch. Groß ist er, der Riesenlolli. Pupsi, kannst du kurz steigen? Ja, ich merk's auch gerade. Boah, dämliche Mücken, Alter, mir spürt die ganze Zeit irgendeiner im Ohr rum, ich hasse. Jetzt schlägt er sie tot. Haben Mücken eigentlich irgendeine sinnvolle Funktion? In der Evolution? Krankheiten verdient. Also haben sie keine Funktion. Ich denke wahrscheinlich werden so Mücken fürs Gleichgewicht, also fürs Gleichgewicht. Also wenn Mücken nicht da wären, dann hätten wir halt irgendwelcher. Ich meine, was frisst denn eine Mücke? Uns? Stimmt, die sind. Ja, nee, die sind ja irgendwie ziemlich weit unten Nahrungskette. Irgendwie andere Tiere leben doch von denen. Ja.
Also eigentlich, ah stimmt, da würden dann, wenn Mücken nicht existieren würden, dann würde Froschen halt, aussterben, dann würden auch ja viele genau. Säugetiere aussterben, weil es dann keine Frösche gäbe. Also tötet Hätte. keine Mücken. Doch, Ihr hätte habt Frösche, dann hätte. Frösche auf dem Gewissen. Gut, na, die Brücke sieht hier schon mal ganz gut aus. Nehmt auf jeden Fall Gestalt an. Auf jeden Fall wird der Kahn verdammt hoch. Mal so ein Blick so vom Bug. So ein richtiger 3D-Eindruck mit ein bisschen Schiffchen vom Marvin noch mit drauf. Oh, Wassermarsch. Ihr flutet euren Kahn. Ja. Wir legen ihn jetzt tiefer. Ist es Aufgabe? Verlegen, Also ja klar. okay, ihr gebt schon auf. Okay, ne, da hat der Sven ja doppelt gewonnen. Die Aufgabe. Ja, das sieht ja übelst blöd Aufgabe. aus, was. Ja, Aufgabe. Also von aufgeben. Nicht Ach von so, Tätigkeit machen. Ja. ich dachte, ja, das musst du doch anders ausdrücken dann. Na, wie Ich soll ich dachte, eine wir haben. Aufgabe anders ausdrücken? Ja, weiß ich nicht. Ich dachte, wir haben eine neue Aufgabe. Aufgabe. Okay, der Sven orientiert sich mal ein bisschen um. Dunkeln ist gut munkeln, gell, Marvin? Ja, ein ganz böser Dieb. Ah, sehen die Zuschauer auch, was du da machst. Nee, das reicht, das reicht. Ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Ja, auf dem Video sieht man das dann überhaupt nicht. Wir gucken uns natürlich dann die Schiffe zusammen auch an und der Kapitän darf seinen Kahn dann vorstellen. Das sieht auf jeden Fall. Ja, ich weiß. Also von vorn würde ich sagen. Aber von hinten würde ich das Gleiche sagen. Aber man weiß ja, was es ist. Aber wie entspannt die beiden sind, ne? Kein bisschen Stress. Obwohl, kein Ganz bisschen locker. Stress. Stress ist, denke ich mal, schon da. Glaube, ich hätte noch nicht einen Block gesetzt. Hätte Ich hätte irgendwas mein gesetzt. berühmtes 2D-Schiff wieder gebaut. Ich hätte dann vier Blockschiff, ja, genau. Ja, 4x4 geht wunderbar unter. Aber da hätte ich jetzt so dieses Schiffchen da, dieses Standardding da hinsetzen. Ja, genau. Boot da. Fertig. Echt super. Super. Man kann damit sogar fahren, also man hätte sogar gewonnen, weil die Aufgabe ist, das Schiff muss schwimmen. Muss er sich sogar bewegen. Stimmt. Stimmt, das ist. Ja, Mann, bin ich, Ja, ja. hättest Stimmt. du schon gewonnen. Hättest du schon gewonnen. Hättest du sogar eine ganze. Hättest noch was drumherum bauen können. Baue ein Schiff. Also ihr habt alle beide die Aufgabe nicht erfüllt. Ihr hättet einfach bloß einen Werktisch bauen müssen und ein Schiffchen bauen. Nee, nee. Ich glaube, das wären ja richtig fiese Aufgaben, oder? Wenn man sich dann so bekloppt ausdrückt. Ja. Das ist ja schlimmer als in der Schule dann hier. Gut, also der Mast, der sieht auf jeden Fall mächtig aus, den du jetzt hier gebaut hast. Also ich glaube, da kann man bis zum Ja, Jupiter vergleiche hin. mal mit Marvins Schiff. Sag es nur mal kurz. Ah. Ist es jetzt Aufgebaut Ziel hier. gewesen, das Ding einfach höher zu bauen als Marvin sein Mast? Nee, das ist ungefähr der gleiche so. Der gleiche Stil? Was? Ich sehe das eine halt nur von weit weg. Bei deinen Ja, sind wir der ja kann fertig hier sein. mittendran Mal statt nur richtig gut. dabei. Ah! Was macht denn ihr da unten eigentlich? Cool. Ist das das, was ich vermute? Peinlich. Ah, ja, ne? Dass das Schiff vorankommt. So, Ja, die sehr gut. Ja, letzten genial. 7 Minuten sind angebrochen. Genial, Marvin, genial. Hammer. Du darfst ihn nicht loben. Du musst komplett objektiv bleiben, Pupsi. Was darf ich denn überhaupt? Die Kamera halten. Drum rumstehen und filmen, genau. Gut. Lass mich doch Okay, mal Gott sei meinen Dank, Schützling Sven baut loben. genau das, was ich jetzt nämlich schon dachte. Hoffe ich einfach mal, dass du das jetzt baust. Weil dann hast du nämlich ruckzuck hier vorne alles voll, aber ich weiß nicht, ob er das baut, was ich mir jetzt denke. Denk schon. Okay. Ja, okay. Dann weiß ich Bescheid. Ich glaube, sowas Ähnliches habe ich doch schon mal bei euch gesehen, ne? Nee, bei, wie hieß er? Andere Ah, bei Let's Play, was du Brain. gemacht hast. Brain. Genau. Brain hat sowas gebaut, ja. Aber selbst auf solche Ideen würde ich gar nicht kommen. Aber es sieht gut aus, ja.
jetzt tue ich ja schon wieder was sagen. Ich denke mal, ja, auch die Zuschauer werden jetzt schon wissen, was jetzt hierbei rauskommt. Das ist Wahnsinn, wie schnell der ist. Das ist echt Wahnsinn. Entweder habe ich ja so ein krasses Lag, dass plötzlich mit einmal hier alles dasteht. Aber ich glaube es fast nicht. Hier sieht echt gut aus. Aha. Es kommt noch eine zweite Etage oben drauf. Okay. Also unser Schiff kann mittlerweile fahren. Wie schaut's denn bei euch aus? Die sind so ruhig da unten, oder? Die gehen runter in die Kombüse. Und dann sind sie ruhig. Was macht denn ihr da unten? Unser Schiff kann nicht nur fahren, es kann sogar bald tauchen, du. Ja, das kann jedes Schiff. Einmal auf jeden Fall. Einmal auf jeden Fall. Runter kommen sie alle, Runter kommen sie ne? alle. Das ist nicht nur bei Flugzeugen so, ja. Verdammt! Ja, ich denke mal, beim Sven sieht man jetzt auch schon ein bisschen Nervosität. Kann das sein? So ein bisschen? Nee, nicht verdammt, sondern nur verdammt wegen Baufehler halt. Ach Was so, kommt denn okay. jetzt? So, zweites Autosave in 2-1 speichern. Ja, und nach dem Jawohl. Speichern habt ihr noch geschmeidige 5 Minuten Zeit. Oh, das reicht. Das reicht noch für ein zweites Schiff. Okay. Bing, weiter geht's. Oh, und die Sonne geht gerade auf, ne? Das ist doch optimal getimt. Da sehen wir dann sogar im Sonnenschein, wie die Kapitäne ihre Schiffe dann vorstellen werden. Also zumindest auch meine Vermutung, was das Sven baut, auf jeden Fall richtig. Also das Schlimme ist ja, wenn ich das hier so sehe, dann kriegt man gleich mehr Lust zum Minecraft-Spielen. Du hast keine Zeit für sowas. Seht ihr? So ist es, ja. Ja. Mein Chef ist ganz streng zu mir. Ach Quatsch. Wir machen ja sowieso, die Nee. GTCC macht ja bald eine Sommerpause. Nach Suzuka lehnen sich die Rennfahrer alle mal zurück. Und da ist ein bisschen länger Ah. Pause. Ich denke, das haben wir uns auch alle verdient. Oh ja. Nötig. Ja. Weil Ja, aktuell ist besonders. es halt schon, ja, da geht verdammt viel Zeit drauf. Wirklich verdammt viel Zeit. Obwohl der kleinste Teil ja mit dem Faden drauf geht, ne? Ja, das ist wirklich nur das Rennen an sich, die 1,5, 2 Stunden, das ist ja echter Witz. Das ist ja mittlerweile nichts Großes mehr, aber das Ganze drumherum. Obwohl der Pupsi ja schon wirklich halt alles mittlerweile halt macht, was so Videokram angeht. Also ohne Pupsi, ne? Schleim, Schleim, es geht wieder los, hier würde ich das gar nicht auf die Kette bekommen. Zumindest nicht auf dem Niveau, wo er sich da halt bewegt. Das ist gut. Also auf dem Level, auf diesen Fähigkeitslevel. Ne, man sieht es auf jeden Fall. So, die letzten 3 Minuten. Also ich würde euch raten, während hier noch ein Container für die Mädels kommt. Das sind bestimmt Plüschhasen drin. Also man kann es zumindest erkennen. Das auf jeden Fall. Da, was willst denn du hier Ach, gucken? verdammt, mir fällt gerade. Ich Du gucke gar merkst. nichts. Was macht denn jetzt? Oh, wie ich immer sprinten will, indem ich reindrücke. Aha. Unser Schiff wird mit Redstone-Leitung angetrieben. Nee, nicht wirklich, aber ich glaube jetzt, es kommt noch was rein. Ja, bin ja mal gespannt. Das sieht aber nach Innenausbau aus, was jetzt hier startet. Unser Schiff hat einen Atomantrieb. Echt jetzt? Der kleine Kutter? Atomreaktor. Genau, pass mal auf. Der hat Brennschrauben drauf. Macht 60 Knoten. Ah, jetzt, genau, jetzt leckt's wieder rum. Komm schon. Gut, jeder weiß, was das Ganze werden soll. Und da sind wir oben. Und die Aussicht können wir auch schon mal genießen. Okay. Und wieso treten sich der Schalter die ganze Zeit? Runde Poker, Marvin? Runde Poker? So, letzte Minute ist soeben angebrochen.
ich geh mal raus. Was ist das denn für eine krasse Idee? Okay. Der da vorne muss weg dann. Noch nie gesehen sowas. Das ist ja krass. Okay. Zwei Stunden Louis, mehr, da wäre das komplett fertig geworden. ich werde jetzt auch langsam mal den Kahn verlassen. Weil, ja, die Zeit, während ich jetzt erstmal volle Kanne gegen diese flauschige Wand hier renne. Aufwärts. So, wir haben jetzt genau 23. Bitte alle Kapitäne verlassen ihr Schiff. Wir treffen uns auf den rosa Container. Beim Sven, genau. Marvin, kommst du raus, bitte? Oh ja, ich Ich bin doch schon. Achso, bin Marvin. gerade bei den Leitern. Gut. Ja, vor allem, weil es halt schon dreimal gebaut hat. Das ist. Die Zeit ist. Ja, die Ausreden zählen nicht mehr, ne? Ja, ich weiß, aber trotzdem. Nee, alles Picobello hier. Gut, dann würde ich sagen, wir fangen aufgrund der Größe mal mit Sven sein Kahn an. Stell uns doch mal dein Schiffchen vor. Was hast denn dir dabei gedacht? Wie man glaube ich sieht, es soll ein Containerfrachter werden. Boah. Ist halt nicht, hab halt ein paar Container hier gebaut. Ein Ist der Container. komplett improvisiert halt. Gebaut. Am Anfang wollte ich eigentlich so auf die Größe wie Marvin kommen, aber das wird halt irgendwie dann immer größer und größer. Ja. Hier habe ich halt nicht hingekriegt, ich habe halt wirklich nur Container gebaut und so ganz minimal die Brücke. Gehen wir auf jeden Fall nochmal rein, aber die Tür kann man auf und zu machen. Wieder Marvin, mein alter Fehler, genauso wie im Hochhaus, ne? Ach ja. Ja, wir können ja springen, wir sind ja noch jung. Und hier sitzt dann der Kapitän und regelt wie wild, oder ist das, ja stimmt. Schalter Ja hat er ja genau, du genug kannst dich halt hier dabei. reinsetzen. Ist lustig, ne? Finde ich auch krass, dass das Ding da einfach stehen bleibt. Aber das schaut cool aus, wenn du da so rausschaust. Wenn du so rausschaust, da weißt du sofort, das ist ein Containerschiff, ja. Oh, ich habe die Scheibe kaputt gemacht. Ich habe gelüftet. Man hat ja gesehen, dass die Scheibe vorher schon drin war. Die war nicht drin. Ja, super, danke. Gut, und das war's dann schon. In Ja, das war's Anführungszeichen. eigentlich. Also, Ja, ist halt also in einfach einer nur groß. Stunde, ja, ich glaube, da fehlt da einfach nur ein bisschen Zeit. Ach so, und die Aber. überhaupt nicht geklaute Antenne, das muss ich ja auch noch anmerken. Ja, die ist Hey, komplett frei 100% erfunden. original. Original freigeklaut. Hoch ist er. Die ist verdammt hoch. Also wenn man hier oben. Adlernest heißt das doch, oder? Ganz oben? Krähennest. Oh, okay. Krähennest, genau. Irgend so ein Vogel war es auf jeden Fall. War es auf jeden Fall eine schöne Übersicht. Echt. Gut, und wenn wir hier schon den Marvin sehen, würde ich mal sagen, der Marvin führt uns jetzt mal durch seinen. Man weiß es ja nicht, was es ist, ne? Ja, Manche also ich habe hier als sagen. ja. Also ich habe jetzt hier halt so einen Hafenschlepper gebastelt. Ja. Jetzt halt nicht das erste Mal, dass ich den baue, wie Sven schon gesagt hat, habe ich den jetzt schon dreimal. Einmal bei Sven auf dem Server, bei mir und halt hier nochmal. So, ja, hier draußen habe ich dann erstmal so paar Kisten halt. Irgendwie Taue oder irgendwas, was halt hier gebraucht wird. So, ja, kann man ja auch noch schön draußen rumgehen, damit man ja nicht reinfällt. Habe ich ja noch so eine Reling gebaut. Schönes Vorne ist Ding. dann halt das Ding zum Festbinden am Steg. Wirft man halt hier so das Tau rum, das ist halt fest. Eigentlich würde ich jetzt halt einen Amboss benutzen, aber den gibt es ja noch nicht in dieser Version. Ja. Mal ja mal reingehen. Wahnsinn. Ja, okay. Hier halt wieder Pisten, was auch immer. Hier vorne halt wieder ausgucken halt. Noch ein paar Schalter und so. Kompass, damit man schon weiß, wo man hinfährt. Eigentlich müsste hier eine Karte drin sein, die jetzt aber irgendwie nicht drin ist. Irgendeinem Grund, ja. Uff. Haben Jetzt hier ist dann eine halt drin. wieder. Ja. Dann halt hier noch nach Okay. oben. Einfach noch gebastelt.
Wupp. Die Kombüse. Aber mehr so, ja, Aussicht halt. Auch schön gucken kann, falls halt einer fährt und man als mehr Leuten drauf ist, wenn die sich oben entspannen oder halt Ausblick genießen auf dem Bodensee. Ich glaube, so viel Entspannen ist da nicht auf so einem Kahn, oder? Da geht's so ordentlich zur Sache. Hier die Funkantenne nochmal. Da kann man auch noch schön in den Rumpf des Schiffes wieder reingehen. Was ist ein Rumpf? Achso, man kann noch Eben, ja. weitergehen? Na klar, nach Einfach unten. reingehen. Sie kennen das ja alles schon. Jetzt mach dich mal nicht so, mach mal einen schlanken Fuß hier. Warum geht er nicht runter? Du Runter! schwebst bestimmt noch, oder? Siehst du? Kenn ich irgendwo her. Hab ich eigentlich entworfen. Also, Wunderlich kuschelig hier. das ist echt Ab geht's kuschelig. Motor. Wo seid ihr? Dann hier. Oh, ich geh da Tausend liebe mal. Grüße, gell? Das ist halt der Antrieb des Schiffes. Auch schön, ja, motormäßig soll das halt wirken. Ja, auch schön das Gefahrschild. Aufpasst, Achtung, damit nicht die danke. Griffe wegfliegen. Dann hier auch Antriebswelle und alles. Ja, halt zum Steuern noch. Oh. Dann hier für die Besatzung, falls die mal hier irgendwie längere Zeit drauf verbringen muss, habe ich halt so. Nicht in so gerade eine Luxus-Suite, aber halt hier, wenn man hier schön schlafen kann, auch mit so einer kleinen Küche. Falls ihr was essen machen zum Sitzen. Vier Personen können hier noch schlafen, haben ja auch schon ihre Der ganze Kran Lektüre. ist irgendwie größer, als wie er von außen aussieht, muss ich mal sagen. Das ist Glaubst meistens du bei meinen nicht, Booten gell? so, ist mir auch schon aufgefallen. Ja. Man sieht wirklich nur die Sag nur, wenn man Spitze auf vom deinen Eisberg. riesen Schiffen da unten in dem leeren Rumpf da drin steht, das finde ich. Ja, mit dem wunderschönen Schriftzug, ne, Sven? Ja. Also der So. Maschinenraum, den finde ich richtig krass hier. Da haben wir, vor allem den hat er echt in 5 Minuten nicht jetzt. Eben mal so. Ja, man weiß halt, was es ist, ne? Ja, deswegen habe ich ihn doch gelobt, weil ich so begeistert war von ihm. Und ich Ach, und hier so. sind die Antriebswellen, die nach hinten Ja, rausgehen. merkst was, Tom? Sag Merkst mal, was? also wer auch dafür ist, dass der Pupsi hier, oder wer auch mir zustimmt, dass der Pupsi verdammt frech geworden ist. Hihi, ja, pass auf, du, irgendwann sehen wir uns wieder. Nee, das ist richtig Wahnsinn. In einer Stunde? Also Sven, ne? Respekt. Ja. Danke. Klein ist besser. Klein ist besser. Klein und fein. Ah, wie Aber schon ich bei meine, Bruder aus. okay, das ist natürlich Das auch ein entscheiden großer ja. Vorteil, wenn der Marvin natürlich sein ganzes Leben lang nur Schiffe baut. Dann weiß natürlich, wo du was hinzuknallen hast, Ja, damit ja. das Ganze halt auch wirkt. Und wir entscheiden das ja nicht. Entscheiden ja die Zuschauer. Genau, wir gehen noch mal raus. Dann machen wir ein schönes Schlussbildchen mit euch allen hier. Besten auf dem der Container. Obwohl es ist ja nicht so ein Containerschiff eigentlich, das ist ja irgendwie so ein Containerrennschiff. Es ist ein schneller Containertransporter, ja. Wie hier Schnellpost und so. Schnellpost, ja. Das ist Hätte ja so ein Express hoch 10. Katamaran-Dinger noch seitlich machen können. Vom Licht her würde ich aber sagen, wir treffen uns mal auf dem Schlepper, weil es geht die Sonne schon wieder unter. Und bevor ja alle in der Dunkelheit stehen, kann man sich ja hier hinten, da wo es schön hell ist, ja genau, der Pupsi Ja. hat einen schönen Platz da oben gefunden. Da könnt ihr euch ja mal alle hinparken. Park. Genau. So. Also, ihr könnt abstimmen. Wie gesagt, der Sven ist eigentlich schon weiter, aber ihr könnt trotzdem abstimmen. Gefällt euch das Schiff vom Marvin oder das Speed-Containerschiff vom Sven? Genau, das Schiffchen mit dem meisten Daumen nach oben gewinnt, theoretisch, ne? Ja, ich bedanke mich beim Sven fürs Mitmachen. Herzlichen Glückwunsch. Du bist da hiermit ab sofort eigentlich schon ins Halbfinale eingezogen. Nee, ins Halbfinale. Doch, ins Halbfinale. Dann Genau. Halbfinale. Genau, ich bedanke mich bei Marvin für die spontane, für den spontanen Einsprung. Heißt das Einsprung? Für das spontane Einspringen. Ja, kein Ding, mache ich ja gern. War auf jeden Fall sehr, sehr interessant, euch beiden so wieder zuzuschauen, weil wirklich die Ansätze grundverschieden sind, ne? Wie man aus einem Wort zwei so grundverschiedene Sachen bauen kann. Und natürlich auch ein Dank an Pupsi für die zweite Kamera. Ja, bitte, gern So, geschehen. und wie gewohnt dürfen die zwei Teilnehmer. Ja, die haben das letzte Wort. Sie dürfen sich verabschieden. Ich bin jetzt ja erstmal raus. Also bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt King of the Block. Ciao, ciao. Marvin? Krass, Ben. Ja, ja, okay, auf jeden also. Fall dann. Ja. Was jetzt?
Ja, mach du. Ja, okay, also dann, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich frag, aber wahrscheinlich wird Marvins Boot gewinnen. Kenne ich ja auch schon. Sehr geil. Ja, dann wahrscheinlich bis zum nächsten Mal. Ja, also ich finde, also es ist eigentlich egal, welches Schiff gewinnt. Wir hatten ja beide bestimmt Spaß, ne, Sven? Auch immer wieder lustig jetzt so auch mal so zu messen, wer jetzt da so wie baut. Damals zwar grundverschiedene Ideen gehabt, aber es ist wirklich was Schönes draus geworden, auch aus beiden, würde ich jetzt sagen. Ja. Ich finde beide Schiffe toll. Gut, das eine ist halt größer, das andere ist vielleicht ein bisschen detailverliebter, aber im Endeffekt finde ich beide toll und es ist eine brutale Leistung, was die Jungs hier in einer Stunde hingeklotzt haben.